Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemalige Bundesjustizministerin und Mitglied des Löschbeirats bei Google. Sie diskutieren hier heute nicht mit, aber Sie halten eine Keynote, also eine kleine Einführung. Was ist denn die wichtigste These, die Sie hier zu verkünden haben? Meine wichtigste These ist, dass es ein Vergessen im klassischen Sinne gar nicht gibt und wir deshalb auch nicht von der Tugend des Vergessens reden, sondern wir reden davon, wie weit darf dem Einzelnen etwas vorgehalten werden, was wirklich seine Privatsphäre betrifft. Also mal ein bisschen anderer Schwerpunkt. Aber digitales Vergessen, das soll es ja geben, sagt zumindest der Europäische Gerichtshof. Jetzt sagen viele, wir brauchen eigentlich einen anständigen Kodex, wir brauchen auch Regeln dafür, bessere Regeln, als es sie heute gibt. Würden Sie das unterschreiben? Ich unterstreiche sehr, dass es einen Kodex gibt, einen digitalen Kodex, der sich einmal mit diesem sogenannten Recht auf Vergessenwerden beschäftigt. Das ist in meinen Augen eher ein Recht, nicht so leicht aufgefunden zu werden. Aber wie man damit umgeht, wie mit den Beteiligten, den Journalisten, den Bloggern, aber auch dem Nutzer und natürlich den Suchmaschinenbetreibern, Internetplattformbetreibern dann umgegangen wird, wer welche Rechte, wer welche Pflichten hat, das finde ich, ist geeignet, in einem Kodex festzuhalten. Das ist ja das Gute, dass ein Kodex nicht ein Gesetz ist, sondern mal Empfehlungen gibt, Verhaltensweisen empfiehlt und dann weiterentwickelt werden kann. Jetzt mal ehrlich, wenn Sie zu Ihren politischen Kolleginnen und Kollegen kommen und sagen, da müssen wir was tun, wie ist da die Reaktion? Sagen die auch, nee, nicht schon wieder die Leuthäuser-Schnarrenberger? Oder ist es tatsächlich so, dass da eine Offenheit für da ist, dass eine Sensibilität da ist? Es ist jetzt doch schon eine Sensibilität da. Das hat sich deutlich verändert. Ich glaube, Snowden war nicht so ganz, ganz unschuldig dabei, auch wenn 2014 sich wenig bewegt hat. Jetzt sieht man doch, wir brauchen neben einem Kodex auch ein paar gesetzliche Regelungen. Das ist ja die Datenschutzgrundverordnung, die in Europa verhandelt wird. Also da kann man nicht mehr sagen, nee, nee, das wollen wir jetzt alles nicht. Aber es bleiben Streitpunkte, wie sie schon immer auf der Tagesordnung waren. Darüber werden wir heute hier ein bisschen streiten. Vielen Dank, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Danke Ihnen.